Herzlich willkommen zu einer Kurzeinführung auf dem summenden Campus. Mein Name ist Markus. Worum geht es auf dem summenden Campus? Es geht mitunter um den Honig. Es geht aber auch vor allem darum, was sich hinter dem Honig verbirgt, was man nicht sieht. Die ganze Arbeit, die hier drin steckt, der Fleiß, die Mühe, die Leistung der Honigbienen, die für so ein Glas ungefähr 100.000 Kilometer fliegen dürfen, damit sie es zusammensammeln. Und heute leider die Situation so ist, dass Honig das zweitmeist gefälschteste Lebensmittel ist. Und wie einfach dieses Produkt eigentlich vor Ort eingesammelt werden kann und wie es schmeckt, wenn man seine eigene Natur im Honig wiederfindet, dazu dienen Honigbienen. Auf dem summenden Campus gibt es aber neben den Honigbienen auch noch Wildbienen. Und den summenden Campus, da geht es auch noch um etwas mehr, nämlich um das Bildungsprogramm, was hinter dem Konzept der sogenannten Firmenbienen steckt. Denn Firmen kaufen sich quasi Patenschaften zu Honigvölkern, die dann auf dem Firmengelände installiert werden, nehmen den Honig und verteilen ihn an ihre Kunden als Werbegeschenke oder sonstiges und vergessen dabei nicht nur den Magen mitzunehmen, sondern auch den Kopf, also die ganze Bildungsarbeit, die hinter den Honigbienen steckt und die ganzen Potenziale. Und über diese Potenziale werde ich im Folgenden kurz sprechen. Was ist also der summende Campus? Der Ursprung des summenden Campus ist eine einfache Umgestaltungsmaßnahme auf dem Firmengelände der Fernuniversität in Hagen, wo Rasenfläche, 7000 Quadratmeter, umgestaltet wurde zu einer Wildblumenwiese. Sprich aus einer grünen Wüste, denn Rasen wird aus den Augen der Bienen als Wüste wahrgenommen, wurde ein neuer Lebensraum. Eine Wildblumenwiese bietet Lebensraum für Insekten, für Kleingetier wie Nager oder dann aber auch in letzter Konsequenz für Greifvögel, die sich dann die Nager daraus holen. Auf dieser Ebene, also auf der Mikroebene, auf der sichtbaren Ebene, sehen wir, geht es also um Bienen, um Honig. Darüber hinaus geht es halt um Bildung, um Aufklärung, um Information und Weiterbildung und Fortbildung. Und das passiert auf zwei unterschiedlichen Ebenen, auf die wir gleich zu sprechen kommen werden. Unter anderem um Teambuilding oder Gesundheitsentwicklung vor Ort in ihrem Unternehmen. Virulent wurde das Thema Ende letzten Jahres, als im ZDF-Magazin Royal über Imagekampagnen im Tierreich berichtet wurde und das Firmenbienenkonzept als Beewashing abgetan wurde. Wie wir das an der Fernuni implementiert haben und welche Möglichkeiten es gibt, das haben sich ein paar kluge Leute gedacht und wir sind zu folgenden Ergebnissen gekommen. Auf der sichtbaren Mikroebene haben wir das Wildbienenhotel und die Wildblumenwiese. Das ist das erste Learning am summenden Campus. Das sogenannte Bienensterben bezeichnet nicht die Probleme, die die Honigbiene mit der Varroa-Milbe hat, die durch globalen Handel entstanden ist, sondern das Bienensterben bezeichnet den Rückgang der Artenvielfalt unter den 550 verschiedenen Wildbienenarten. Davon haben es mittlerweile, dank unserer Hilfe, 250 Stück, more or less, auf die rote Liste geschafft. Das heißt, entweder sind sie gar nicht mehr da, oder sie sind so massiv bedroht, dass sie demnächst gar nicht mehr da werden. Und welche Möglichkeiten wir, jeder Einzelne von uns, hat, diesem Prozess zu begegnen oder selber etwas zu unternehmen, das lernen wir auf dem summenden Campus. Wir lernen auf dem summenden Campus auch, wie ein Superorganismus, denn das ist nichts anderes als ein Honigbienenvolk, also das sind 50.000 Individuen, dafür Sorge tragen, dass dieser Honig ins Glas kommt, beziehungsweise ins Glas macht es der Bienenhalter, aber dass der überhaupt gesammelt wird und so weiter, dass unsere Natur funktioniert, welche Prozesse da alle laufen. Bestäubungsleistung war, glaube ich, ein relativ großes Thema, was euch sicherlich auch erreicht hat. All dies passiert vor Ort und ist sichtbar. Wir arbeiten an den Völkern. Das, was nicht sichtbar ist, das passiert dann auf der Mesoebene. Dort sehen wir dann, wie sich Bienenvölker in die DNA des Unternehmens, der Firma, der Einrichtung hineinentwickeln können. Wir haben mit mehreren Leuten überlegt, welche Bereiche wir bedienen können und sind insbesondere bei Teambuilding-Maßnahmen, Onboarding, Offboarding, gemeinschaftlich etwas zu tun, gemeinschaftlich etwas zu produzieren, was jenseits der klassischen Arbeit ist, wie beispielsweise gemeinsam den Honig ins Glas zu überführen und damit Identifikationsmomente zu schaffen für den Honig, für die Arbeit, für das Produkt und dieses Produkt von der Arbeit mit nach Hause und in den Bauch zu nehmen. Und dann kommt da drauf noch die Bildungsebene und das Herz natürlich. Auf der Bildungsebene
verstehen wir ganz viele Sachen durch die Augen der Bienen neu, wie etwa die grüne Wüste, die ja eine Rasenfläche ist. Wir können uns aber auch über Gesundheitsthemen oder Familienservices den Gegenständen annehmen. Und schließlich, und das war ein Moment, wo ich ein bisschen kritisch drauf geguckt habe, in Bezug auf Selbstmanagement und Personalentwicklung. Also große Themen der Personalentwicklung können wir in diesem Bereich mithilfe der Bienen in ihr Unternehmen transportieren und somit neue Zugänge liefern. Auf der Makroebene, genau, ist es so, dass ich mithilfe der Bienen wirklich die großen gesellschaftlichen Megatrends ganz konkret vor Ort in einer Holzkiste, die einen halben Quadratmeter groß ist, verorten kann. Ich kann die Bienen dazu nutzen, diese Themen etwa durch das Bienenjahr oder durch das Firmenjahr oder einfach punktuell zu spielen, zu transportieren, virulent zu machen, ins Bewusstsein zu holen und damit sicherzustellen, dass die Bienen nicht nur Bienen vor Ort sind und dort ihren Job erledigen, sondern dass sie darüber hinaus halt auch zu Bildungszwecken dienen. Die Bereiche sind wirklich groß, die wir hier ansprechen können, sei es Globalisierung, BNE und Umweltbildung liegt nach, aber auch Work-Life-Balance sind Momente, die hier wirklich wichtig sind oder sein können. Was jeder von uns dazu beitragen kann, ist, dass wir im Rahmen des Projektes ganz viele Perspektiven und Ideen miteinander teilen, um zu schauen, wie können wir die Themen tatsächlich mit Hilfe der Bienen auch transportabel machen. Welche Konzepte und Zugänge können wir entwickeln, um auf dieser Basis Lern- und Bildungsmaterialien zu erstellen, die wir dann nicht den Firmen zur Verfügung stellen, die ja ein Produkt von der Stange verkaufen, sondern anderen Bienenhaltenden, Bienenhalter und nicht Züchter, denn Bienen lassen sich nicht so richtig züchten. Aber das ist ein anderes Thema. Zurück zu den Bildungsmaterialien, denn die Imkernden sind ja nicht alle von Haus aus Pädagogen, Bildungswissenschaftler oder sonstiges, sondern sie sind Bienenhalter. So, sie wissen all das Wissen, was sie wissen müssen, um es den Bienen gut gehen zu lassen, aber wie sie Themen aus dem Bienenstock in den Kopf der Besuchenden bekommen, das ist halt dann die Bildungsarbeit und das macht man nicht mal eben so, wie ihr alle wisst.